Stefan Kraus. Ich bin seit 1991 im Team von Columba, dem Kunstmuseum des Erzbistums Köln, das ich seit 14 Jahren nun leiten darf. Wir sprechen über Yannis Kounellis' Tragedia Civile von 1975. Das Objekt hat fünf Bestandteile: einen Garderobenständer, einen Hut, einen abgetragenen Mantel, ein kleines Öllämpchen und eine blattgoldbelegte Wand. Und eigentlich müsste man sagen, es hat sechs Bestandteile, denn diese blattgoldbelegte Wand gehört zum Raum. Das heißt, der Raum ist eigentlich auch Teil des Werkes. Er hat diese Arbeit 1975 zum ersten Mal realisiert in einer Galerie in Neapel, hat sie 1982 auf der Documenta, er war ja zweimal bei der Documenta dabei, 82 auf der Documenta gezeigt, und ich würde mal behaupten, dass sie von dieser Documenta eine der tragenden Arbeiten überhaupt ist, die in Erinnerung geblieben sind. Wir haben sie 1994 nach, ich glaube, zweijährigen Gesprächen mit Kounellis für eine Vision von Columba erworben, denn wir hatten keine Sammlung, wir hatten noch kein Haus, aber versprochen war, dass wenn es zu einem Haus kommt, einem Neubau kommt, dass diese Arbeit ein fester Bestandteil eines Museums wird, das sich jedes Jahr aus den Werken der eigenen Sammlung neu erfindet, aber das einige Ankerpunkte hat. Und zu diesen Ankerpunkten gehört die Tragedia Civile, die in jedem Jahr in diesem großen Raum einen anderen Kontext eingeht. Das Material ist so fragil, dass Sie schon Vergolder, ausgebildeter Vergolder sein müssen, damit Sie wissen, wie man sowas macht. Das sind wirklich hauchdünne Blättchen, die mit einem breiten Pinsel, den man statisch auflädt, das kann man an der Backe machen zum Beispiel, abhebt, um sie dann vor die Wand zu halten und mit einem ganz leichten Hauch eigentlich an die Wand mehr fliegen zu lassen. Das muss man gelernt haben, sonst gelingt das nicht. Und dann werden die nacheinander im Wohnraum aufgetragen. Das ist eine ganze Woche Arbeit für so eine große Wand. Und dann kann man sich entscheiden, möchte man das polieren, dass das wie eine große glänzende Fläche dasteht. Yannis Kounellis hat sich entschieden, es nicht zu polieren. Wie wirkt es auf Sie? Wirkt es zufällig in der Anordnung oder ist nicht vielmehr der Eindruck da, dass man schon meint, da sind Dinge sehr bewusst miteinander in Kontakt gebracht worden und auch sehr bewusst platziert worden? Das Lapidare, wie ein Mantel am Garderobenständer hängt und ein Hut, wie hingeworfen. Die Nähe des Garderobenständers zur Wand, sodass man den Schatten des Mantels als Reflexion in der Goldwand liest. Vielleicht lädt einen das auch ein, dorthin zu gehen, sich Details anzuschauen, zu sehen, dass dieser Mantel nicht irgendein Mantel ist, sondern ein schwerer Wollmantel, der aber ganz abgewetzte Kanten hat, einen Samtkragen, wie man ihn früher mal getragen hat, auch der mit einer ganz abgewetzten Erscheinung. Also das sieht nicht aus wie wohlhabend, wie gerade neu erworben, sondern da ist eine ganze Menge Leben drüber weggegangen. Woran denken wir bei dem Kleiderständer? Ist das ein Kleiderständer, wie man in Privaträumen ihn vorfindet, zu Hause sich vorstellen könnte? Oder assoziiert man nicht vielleicht ganz andere Räume mit solch einem Kleiderständer, wo man den Mantel und den Hut ablegt, um sich möglicherweise niederzulassen und einen Kaffee zu trinken, eine Zeitung zu lesen? Und auch dieser Kleiderständer ist nicht ungebraucht, sondern man sieht, dass der krumm und schief ist. Auch da sind viele Jahre drüber weggegangen. Ein brennendes Öllämpchen. Woran denken wir da? Eine Behausung? Man hat keinen elektrischen Strom, man macht sich eine Kerze an oder ein Öllämpchen an. Wo brennt ein Öllämpchen?
In der Kirche zum Beispiel, auf dem Friedhof. Und die blattgoldbelegte Wand, fest verbunden mit dieser Reflexion wie ein Lichtfänger, sammelt sie das Licht, was sie kriegen kann, in welchem Raum auch immer, hier fest verbunden, also auch abhängig davon, ob es Winter oder Sommer ist, ob es hell oder dunkel ist. Die einzelnen Blätter aneinandergereiht, nicht poliert, man sieht den Flitter des Blattgoldes, man sieht, wie dünn das Material eigentlich ist und wie fragil und damit auch wie gefährdet eigentlich. Wenn man das berühren würde, es wäre sofort weg. Und es lädt einen ein, dahin zu gehen, weil man die Reflexion des Mantels sieht und natürlich spürt, dass man sich selbst auch darin offensichtlich spiegelt, dann eben nicht spiegelt, man reflektiert. Es ist ein Widerschein. Das ist eine sehr interessante Erfahrung, wenn Sie da ganz langsam rangehen und merken, wie dieser Widerschein eine Präsenz bekommt. Wie Sie mit Ihrem eigenen Widerschein plötzlich einen Dialogpartner bekommen, der nicht exakt zu greifen ist, aber dessen Präsenz fast so spürbar ist, wie Sie Ihre eigene empfinden. Man realisiert den kleinen Goldflitter wie einen Filter eigentlich. Und hinter dem Filter scheint jemand entgegenzukommen. Hochspannende Erfahrung, die sich auch für mich nach so vielen Jahren in keiner Weise abnutzt. Immer wieder spannend. Ja, ich denke Sie an Joseph Beuys, mit dem er ja gut befreundet war auch. Ein ganz ähnlicher Ansatz vielleicht sogar, auch wenn er sich vielleicht ganz verschieden äußert. Denken Sie an die Arte Povera, an die arme Kunst, die Cornelis in Italien ja als einer der Wortführer mit ins Leben gerufen hat, eben im Rückgriff auf alltägliches Vorhandenes, auf abgelegte Dinge zu zeigen, dass es in der Kunst nicht um das Artifizielle geht, um das Kostbare, Teure, handwerklich Perfekte, sondern dass die Kunst vielleicht gerade auch da, nach Auschwitz, ganz andere Geschichten erzählen muss und dazu ganz anderer Mittel bedarf. Wahrscheinlich könnte man bei ihm wunderbare Parallelen auch in die Literatur spinnen, also auch andere Gattungen hinzunehmen. Es ist tatsächlich eine Radikalität in diesem Werk, die sich dieses ganze Artifizielle eigentlich verbeten hat. Und die arme Kunst nach vorne spielt, um das Spirituelle, Transzendente, Metaphysische, wie immer wir das nennen wollen, damit eigentlich viel wichtiger zu machen und zu zeigen, dass es, um dieses zu erreichen, ganz einfacher Dinge oft bedarf und nicht des Aufwendigen. Cornelis hat sich ausdrücklich als gebürtiger Grieche und eben Zeit seines Lebens in Rom lebender mit dieser europäischen Geschichte identifiziert. Ein durch und durch politischer Künstler, der seine Arbeit auch durch und durch politisch aufgefasst hat. Der versucht hat, das, was er als konstituierend für unsere Gesellschaften ansieht, den Humanismus, in aktualisierte Erlebnisformen zu bringen. Mit Kunstbegriffen, die es jedem und jeder erlauben, gleich welchen Alters, behaupte ich mal, gleich in welcher Situation, mit diesen Arbeiten umgehen zu können. Da ist immer eine Unmittelbarkeit darin. Sie werden immer einen Bezug finden können, der ungewohnt ist, klar, weil sie weit weggeht von dem, was man unter konventionellen Gesichtspunkten unter Kunst verstanden hat. Als er 1968 in Rom in einer Galerie 12 Pferde ausgestellt hat, lebende Pferde, einen Pferdestall, das war natürlich ein Schock. Und gleichzeitig wissen wir mittlerweile rückblickend, dass man uns wunderbar in die Zeit der 60er Jahre, die ja viel experimenteller und wagemutiger waren, als wir das heute in den Galerien und auch in den Museen vielerorts erleben, dass das heilsam war, damit aufzuräumen und wirklich zu zeigen, wir wollen mit der Kunst viel, viel stärker ans Leben ran, und zwar an das Leben eines jeden Einzelnen.
als das Werk 1982 bei der Documenta gezeigt worden wurde, war es sicherlich im Nachhinein eine der prägenden Arbeiten dieser Documenta, obwohl die Installation selbst, wenn man sie heute auf Fotos sieht, weit weniger auratisch mir erscheint, ich habe diese Documenta nicht gesehen, weit weniger auratisch erscheint, als das Cornelis in anderen Fällen gemacht hat. Rezeptionsgeschichtlich für sein eigenes Werk wird die Bedeutung dieser Arbeit daran deutlich, dass er sie 1975 zum ersten Mal gezeigt hat in der Galerie Lucio Amelia in Neapel und dann immer wieder variiert hat und auch angepasst hat. Es gibt Installationen ohne Öllämpchen, nur mit der goldenen Wand, Kleiderständer, den Hut und Mantel, trockener sozusagen, ein bisschen weniger metaphysisch. Es gibt Installationen mit einem anderen Kleiderständer, der weniger Geschichte hat. Es gibt Installationen, sogar am Ende Fassungen ohne Kleiderständer, sondern mit einer Leiste, wo Sachen am Haken hängen, direkt auf der goldenen Wand. Und das Spannende ist dann tatsächlich dann zu sehen, wie die Rezeption dieser Arbeit nie zu Ende ist. Das ist für mich zum Beispiel ein Kriterium, das durchaus zu guten Kunstwerken gehört, dass sie nie eindimensional sind, dass sich das Verständnis dieser Arbeiten immer weiterentwickeln kann. Mit jedem neuen Kontext sich eine neue Facette aufschlägt, die am Ende natürlich auch dazu einlädt, dass der Betrachter, dass die Betrachterin bei sich selbst eine neue Facette aufschlägt und merkt, dass das Begegnen mit guten Kunstwerken eigentlich ein unerschöpfliches Thema ist, was einen immer wieder auch zu sich selbst zurückführt. Oft ist das ja bei Kunst so, dass wir schon etwas spüren, bevor wir intellektuell uns das erschließen können, schon genau einen Gedanken haben. Und ich glaube, dass, oder ich weiß mittlerweile nach so vielen Jahren und so vielen Vermittlungssituationen auch, dass das hier der Fall ist, dass diese Arbeit wie eine Verlusterfahrung erlebt wird. Man betritt den Raum und spürt, da fehlt jemand. Zu realisieren, dass Werden und Vergehen hier thematisiert wird, dass die Existenz, die uns so selbstverständlich erscheint, am Ende sehr flüchtig ist, so flüchtig wie das Blattgold auf der Wand. Das ist etwas, was ich an dieser Arbeit sehr, sehr mag. Und zum anderen in einem ganz grundsätzlichen Sinne, dass diese Arbeit ein exemplarisches Beispiel dafür ist, dass Kunst viel, viel mehr ist als nur die faktische Aufzählung ihrer Materialien. Viel, viel mehr ist als alles das, was wir als Kunstwissenschaftler und Historiker recherchieren können, einarbeiten können, sondern dass Kunst uns wirklich die Möglichkeit gibt, Räume uns zugänglich zu machen, die uns auf andere Weise nicht zugänglich sind.